Wir haben uns nämlich mit der Vortragsvergabe haben wir uns vertan. Deswegen haben wir da machen wir heute zwei Vorträge an einem Tag. Ist ja auch schön. Das heißt, wir machen hier einen Vortrag und danach fahren wir direkt 200 Kilometer ungefähr weiter nach Neuwied, inshallah. Ja, und eine andere Freude für mich, die ich eigentlich immer bei diesen Vorträgen habe, ist, dass der allmächtige Gott Allah, dass er uns die Ehre gegeben hat, diese Religion zu verteidigen, über diese Religion zu reden, diese Religion zu verbreiten. Und das ist mir vor allen Dingen jetzt schon bewusst geworden. Und ich werde dann nachher inshallah nochmal darüber sprechen. Wir haben einen Vortrag gehabt und wie es so oft ist, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, bei uns auf der Seite, wir stellen die Adressen von den Vorträgen immer erst einen Tag vorher rein, die genaue Adresse. Sicherlich ist das heute einigen bewusst geworden. Das machen wir aus einem bestimmten Grund, denn wir wissen, sobald wir irgendwo einen Vortrag machen, an diesem Tag, und wir kriegen die Adresse raus, dann gehen direkt 20.000 E-Mails an die Stadtverwaltung. Lassen Sie diesen bösen Vogel bloß nicht da rein hier. Warnung vor Islamprediger hier. Islamprediger Vogel macht den Gemeinden Angst hier. Ja, bitteschön. Ja, und so, das geht direkt die Post ab. Dann hier. Unter falscher Flagge. Hier dann immer schöne Bilder. Das ist immer das Schöne bei den Medien. Die machen immer so coole Bilder, machen die, ne, hier. Man wundert sich immer, wenn die Medien kommen. Sind die Medien heute hier? Sind heute nicht hier. Schade. Ja, die wachsen immer, die sind immer weiter am Fotografieren. Fotografiert die ganze Zeit? Reicht nicht ein Bild? Also ich tue das mal. Das ist ein nervig langsam mit der Fotografiererei. Ja, weißt du warum? Der wartet, bis er ein Bild hat, wo du ernst guckst. Und dieses Bild kommt dann in die Zeitung. Deswegen, normalerweise muss ich dann immer, muss ich mal so sitzen. Immer lächeln, ja. Hier, siehst du hier? Guck, das richtige Bild gefunden. Dann hier, guck mal, okay, das kann man jetzt nicht so sehen. So, der wartet. Die sind professionell im Islam schlecht machen, ne? Aber das Schöne ist, dass es immer nach hinten losgeht. Die machen einen Zeitungsartikel, da kommen noch mehr Leute. Oder die Leute sagen nachher, was erzählen die überhaupt? Der Typ ist doch eigentlich ganz okay hier. Ist doch gar nicht so. Ist doch gar nicht so böse. So böse ist er doch gar nicht. Ja? Und da habe ich mich so gefreut, die haben dann dasselbe Theater, haben sie dann wieder in der Nähe von Winterlingen gemacht. Auf der Alp. Wirklich, da lag noch Schnee. Richtig am Ende der Welt. Ein richtiges Dorf. Ne? Und dann haben wir dasselbe Theater wieder gemacht, bis die Besitzerin von der Halle so Paranoia bekommen hat, dass sie gesagt hat, ja, das Ordnungsamt war bei mir. Und die haben gesagt, ja, hören Sie mal, wenn Sie den einladen, Sie haben hier Mangel, da Mangel, da haben Sie Mangel. Das könnte Sie ganz schön Geld kosten. Ne? Bis die dann die Veranstaltung abgesagt hat. Boah. Oder was heißt, sie hat die Veranstaltung abgesagt? Der Bruder, der war etwas unerfahren, der das organisiert hat, und der hat dann auf Drängen der Vermieterin hin, hat er dann die Veranstaltung, also hat er das zurückgenommen. Da haben mein Kollege Imam Thomas, der hat dann erst am Telefon Bescheid gesagt. Bruder, wie kannst du das machen? Wie kannst du diese Halle zurücknehmen? Wie kannst du diesen Leuten eine Chance gegen uns geben? Aber Alhamdulillah, wir haben einen anderen Weg gefunden. Ja, öffentliche Kundgebung kann man nicht verbieten. Ja, Meinungsfreiheit. Dann haben wir uns einen Lastwagen genommen, als Bühne, mit zwei dicken Boxen drauf, Lautsprecher, und dann sind wir eben von der ehemaligen Disco, wo sowieso kein Mensch vorbeikommt, sind wir auf den öffentlichen Marktplatz gegangen. Alhamdulillah, so geht das jetzt immer, inshallah. Dann mieten wir die Stadthalle von Frankfurt, wenn wir die nicht kriegen, öffentliche Kundgebung mitten in der Stadt. Haben wir auch noch Polizeischutz, ist doch super. Und wir haben auch noch guten Eindruck gestern gemacht. Bei der Polizei. Die haben so gesagt, die hatten einen guten Ruf, haben die gesagt. Kennen uns wahrscheinlich. Und wir haben alles hinterlassen wie geleckt. Kein Krümel, kein Müll.
Das haben die wahrscheinlich noch nie gesehen. Ja klar, wenn da eine rechte Demonstration ist, müssen die Angst um ihr Leben haben. Bei uns alle nett, freundlich, super. Die Brüder, die Schwestern, die haben sich alle super verhalten. Alhamdulillah. Das sind unsere Leute. Wie ihr. Alhamdulillah. Deswegen, und wie ich dann in dem Auto dahin war, ich habe mich so gefreut. Wirklich, ich konnte gar nicht schlafen die ganze Nacht. Weil ich gedacht habe, boah, Alhamdulillah, dass Allah dir die Möglichkeit gegeben hat, dass man sich das Maul nicht zubinden